und herzlich willkommen bei Wir probieren mitten im Monstermanns. Genau, heute mit einer neuen Sorte, wie wir es ja auch schon jetzt vorher hatten. Und zwar diesmal eine Erweiterung der Java-Produktreihe. Und zwar haben wir hier einmal Kona Cappuccino. Yay, endlich mal was mit Milchkaffee. Aha, schmeckt bestimmt ganz anders wie die anderen. Ja, was ich lustig finde, hier diese... Die Hula-Dame. Hula-Whatever-Dame hier mit diesem Vulkan noch drauf. Also alles hier Hawaii. Hier, das hast du gemeint, wäre so ein Surfer-Ding. Ja, so ein Surfer-Zeichen. Hier ist auch nochmal Surfer abgebildet. Ist, warum nicht? Ja, ist verspielt, ganz nett. Verspielt aber nett, ja. Java Monster Chrome, bla, 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 bla. Tu es nicht. Just don't. Mahalo. Mahalo, das stand auf der Kona Blend auch schon drauf. Super. Und das ist aber nicht Kona Blend, sondern nee, Kona Cappuccino. Cappuccino. Also das andere verdünnt. Im Grunde genommen. Get it? Frag dich. Sag bloß, der hat Kohlensäure. Ich hoffe nicht. Vielleicht hat er welchen angesetzt. Das wäre ein bisschen bitter. Ah, doch. Der ist mit Kohlensäure? Nein. Nitrogenated Coffee. Ah ja. Okay. Also Nitrous. Lass mal riechen. Mhm. Hoppla. Hoppla? Der Cappuccino heißt, hat die meisten Röstaromen. Ihr habt das Ganze nicht so verstanden mit der Namensgebung. Ihr bewegt euch gerade auf Rockstar-Niveau. Also, not the good way. Ja. Ja. Ihr schreibt sauer drauf und es ist süß. Das war Rockstar. Ja, sag ich ja. Und hier schreibt da Cappuccino drauf, also... Und du hast Espresso-Aromen. I don't fucking get it. Oder? Also es ist wirklich... Ja, absolut. Das ist der die meisten Röstaromen hat. Aber sowas von. Ja, absolut. Mal gucken, ob es so schmeckt. Ja, wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich, wie zu erwarten, nicht. Oder? Moment. Der Chemiker schüttelt. Im Geschmack nicht, aber so hinten raus. Hinten raus zieht er die Bitterheit eines Espressos nach sich. Mhm. Aber vorne raus merkst du dieses extrem milchige. Und trocken ein bisschen. Ja. Du merkst richtig schon ganz hinten auf der Zunge. Schön bitter. Mhm. Aber auch hier. Milch, nicht Wasser. Wo, erstens das. Zweitens, wo ist der Unterschied zu den anderen? Er sieht anders aus und heißt anders. Ach so. Genau. Ja. Ich kann damit eine andere Zielgruppe ansprechen. Von außen. Geschmacklich null. Du kannst damit eine andere Zielgruppe anfangen. Ja, das ist alles. Du nicht das nicht Kinder von 12 bis 14, sondern Kinder von 13 bis 15. Richtig. Die dann surfen anfangen. Ja, das ist alles. Die sind einer wie der andere. Du tust gleich die auch minimal. Das ist für den Arsch. Und probierst möglichst viele abzugrasen. Möglichst viele Zielgruppen mit irgendeinem dummen Spruch abzudecken. Das ist alles. Ja, hallo, my ass. Die sind so bescheuert. Also, die das holen. Ja. Also, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es ist halt kein Unterschied zu den anderen. Es ist minimal, aber was bringt es denen, 50 Mal das gleiche Produkt auf den Markt zu schmeißen? Ja, die haben jetzt, warte mal, gehen wir mal durch. Wir haben einmal die Kona Blend. Jetzt haben wir die Kona Cappuccino. Wir haben die Irish Blend. Wir haben die Vanilla Light. Wir haben die Mean Bean. Wir haben die Loka Mocha. Und wir haben die... Russian? Nein, die Russian gibt es ja nicht mehr. Gut, aber sie war da. Aber willst du die auch mitzählen? Ja, alles, was da war. Russian, Chai Hai und eine gibt es noch, die mir gerade nicht einfällt. Es gab doch noch die... Toffee. Toffee, richtig. Ja. So, das sind schon mal 9. 9 verschiedene, die alle so ziemlich gleich schmecken. Waren die Nespresso nicht auch von Monster? Nein, die Espresso. Oder Espresso? Ja, aber die haben wenigstens anders geschmeckt. Die waren noch ein bisschen herber, aber ja. auch Kaffeesprache. Aber, ne? Aber da erinnerst du mich an was, weil die Espresso, die waren ja mit Lachgas. Ja. Wobei, die haben auch aufgeschäumt. Das war ja dieses, die waren ja oben extra ein bisschen leer, dass wenn du den da machst, dass es ein bisschen hoch geht. Ja, und hier, also ich merke gar nichts vom Lachgas. Nee. Aber jetzt, also je mehr du es trinkst, umso mehr merkst du das Röstaroma. Du merkst es nicht im Geschmack, aber du merkst es, dass es auf der Zunge bleibt.
ja, es bleibt halt drauf haften. Ja, also es ist quasi, jetzt weiß ich, das ist der Kona Blend, wo man, also normalerweise kommt ja auf den Cappuccino noch so ein bisschen Kaba-Pulver oben drauf. Mhm. Ja? Ich glaube, die haben nicht, sich vergriffen, die haben einfach kein Kaba-Pulver, sondern die haben einfach hier... Milch genommen. Nee, genau. Nee, gemahlene Espresso-Bohne. Ja, kann man auch machen. Weil das ist genau das, was nämlich auf der Zunge bleibt. Schon, aber überleg mal jetzt, diese Produktsparte mit 9 und noch die Espresso, was auch, Espresso, was auch nochmal, zwei Stück, also 11 unterschiedliche Kaffeeprodukte, die haben im Endeffekt 5, also 11 Produkte, die 4 oder maximal 5 unterschiedliche Geschmacksrichtungen gehen. Ja, das ist einmal die Espresso. Einmal ein bisschen Kaffee mit Milch. Ein bisschen mehr Kaffee. Ein bisschen mehr Kaffee mit Milch. Ja. Espresso mit Milch. Ja. Toffee, Schokolade. Ja. So, das war's. Aber 11 Produkte. Fuck off, dann mach lieber 5 Produkte und die ordentlich voneinander abgegrenzt. Hm. Also eigentlich würden reichen. Chai Hai, dann Kona Blend, Irish Blend, Mean Bean und entweder Toffee oder Loka Moka. Je nachdem. Ich hätte halt gerne noch den mit Espresso. Ja, also dann tausch den Kona Blend mit dem Espresso. Mit Espresso, richtig. Reicht mir schon. Ja, würde eigentlich reichen. Somit hast du eine in sich stimmigere Produktpalette und hast nicht den Markt mit lauter Scheiße überflutet. So, also langweilig, braucht kein Mensch. Nächstes. Ja. Ugh.